Diese Zeichen sendet dir das Universum, wenn deine Dualseele an dich denkt. Deine Zwillingsseele oder Dualseele ist nie wirklich weit weg von dir entfernt. Der magische Funken, der diese beiden Hälften eines kosmischen Ganzen miteinander verbindet, kann sogar die Schwelle des Todes überdauern. Wie sonst wäre es möglich, dass wir unseren Seelenmenschen aus einem früheren Leben auch in diesem wieder treffen? Und das anscheinend gänzlich ohne Mühen. Wir treffen jedoch nicht nur in der Wirklichkeit aufeinander, auch in unseren Träumen begegnen wir uns immer wieder. Diese zauberhaften Begegnungen würden wir gerne verstärken und in unseren Alltag mitnehmen. Leider bestimmen es nicht wir, wann wir unsere Zwillingsseele treffen und für wie lange uns dieses Beisammensein in diesem Leben beschieden ist. Doch tief in unserem Inneren wissen wir auch auf weite Entfernungen hinweg, dass sie oder er in Gedanken zumindest bei uns ist. Wir stellen dir in unserem heutigen Podcast 9 sichere Anzeichen dafür vor, dass dein Seelenpartner an dich denkt. Nummer 1. Du siehst sie oder ihn in deinen Träumen. Seelenverwandte begegnen einander häufig im Traum. Dies kann noch zu einem Zeitpunkt sein, wo sie sich in diesem Leben noch gar nicht von Angesicht zu Angesicht treffen, aber die Ahnung von der Existenz des anderen schon deutlich wahrnehmen konnten. Gesichtslose Fremde im Traum, zu denen wir uns körperlich und emotional hingezogen fühlen, sollen uns die Präsenz unserer verwandten Seele vor Augen halten. Das damit einhergehende Gefühl soll uns vermitteln, alles wird gut. Nummer 2. Jemand beschützt dich. Es gibt viele Gefahren, denen wir in unserem Leben jeden Tag ausgesetzt sind. Gott sei Dank gibt es aber auch eine Vielzahl an freiwilligen Helfern, die konsequent einen fantastischen Job rund um unsere Sicherheit machen. Wenn du in manchen prekären Situationen das Gefühl hast, eine unsichtbare Hand liegt zum richtigen Zeitpunkt auf deiner Schulter oder gibt dir im entscheidenden Moment einen Schubs, zu dem du allein niemals den Mut gehabt hättest, hat vielleicht deine Dualseele gerade ihre Finger im Spiel. Es ist generell keine Frage von Definition, wen du gerne als persönlichen Bodyguard an deiner Seite wissen möchtest. Gott, das Universum, einen Schutzengel, die Seelen verstorbener Ahnen oder eben deine Zwillingsseele. Sie alle haben es sich zur Aufgabe gemacht, das Böse von dir abzuwenden und das Gute im Überfluss in dein Leben zu bringen. Nummer 3. Ein zauberhaftes Lächeln umspielt dein Gesicht. Wir alle erinnern uns nur zu gut daran, welchen leicht debilen Gesichtsausdruck wir als Teenager immer hatten, wenn unser Schwarm uns einen Blick oder ein Lächeln schenkte. Heute beginnen wir zu strahlen, wenn wir eine Textnachricht oder einen lang ersehnten Anruf von ihr oder ihm erhalten. Mit Zwillingsseelen verhält es sich genau gleich, nur dass die Botschaft weder sichtbar noch zu hören ist. Dennoch empfangen wir sie zuverlässig und müssen unweigerlich lächeln, wenn wir im wahrsten Sinne des Wortes mit so viel Liebe bedacht werden. Nummer 4. Deine Wangen oder Ohren erröten. Die unzähligen feinen Blutgefäße in unserem Gesicht reagieren sehr schnell auf Einflüsse von außen. Wenn uns jemand ein Kompliment macht, erröten wir. Wenn wir bei etwas ertappt werden, laufen unsere Ohren hochrot an. Doch das Empfangen von telepathischen Nachrichten, das sich auf diese Weise äußert, ist auch keine neue Erfindung unserer modernen Zeit. Schon unsere Großeltern pflegten bei Jucken der Nasenspitze, Schluckauf oder kribbelnden Ohren zu sagen, jemand denkt gerade an dich und altes Wissen kommt bekanntlich niemals aus der Mode. Nummer 5. Du findest eine weiße Feder. Die berühmte weiße Feder muss vielen Ansprüchen an ein kosmisches Zeichen gerecht werden. Sie dient als Botschaft aus dem Jenseits ebenso wie als Zeichen des Universums, dass es dir etwas mitteilen möchte. Sie kann dir dein Totemtier offenbaren oder großes Glück für diesen Tag verheißen. Wieso also sollte nicht auch eine Botschaft von deiner Zwillingsseele mit ihr einhergehen? Es ist ein eher seltener Anblick, wenn uns so eine weiße Feder direkt vor die Füße geweht wird. Vielleicht denkt also gerade jemand an uns, der uns nahe sein möchte, uns aber im Moment noch fernbleiben muss. Nummer 6. Die Schmetterlinge in deinem Bauch jubilieren.
Ein spontanes Prickeln im Bauch kann ebenfalls ein Hinweis darauf sein, dass deine verwandte Seelengedanken gerade bei dir ist. Unsere Magengrube spielt ja, was Emotionen betrifft, eine recht große Rolle. Wir fühlen die berühmten Schmetterlinge im Bauch, wenn wir frisch verliebt sind, können aber auch ein schlechtes Bauchgefühl bei einer Person haben, die nichts Gutes im Schilde führt. Du spürst es sicher sofort, ob das Gefühl in deiner Körpermitte sich gut oder schlecht anfühlt. Gut jedenfalls kann eine Gedankenübertragung von deiner Zwillingsseele bedeuten, die die Schmetterlinge fliegen lässt. Nummer 7. Gefühle unbekannter Herkunft machen sich bemerkbar. Manchmal, wenn wir allein sind und eine merkwürdig tiefe Stille uns umfängt, spüren wir eine Präsenz, die beruhigend und aufregend zu gleichen Teilen ist. Es fühlt sich an, als ob noch jemand mit uns im Raum wäre, allerdings keine bösen Geister oder negative Schwingungen. Das Gefühl ist von sanfter Natur, als ob ein warmes Licht uns umhüllen würde. Genieße diesen kostbaren Zustand. Diesen inneren Frieden spüren wir nicht sehr oft in dieser Deutlichkeit. Nummer 8. Wärme und Licht umgeben dich. Wahrscheinlich schickt uns jemand, der uns sehr verbunden ist, diese Welle an positiver Energie. Wenn wir uns von einem hellen Licht umgeben fühlen, erleuchtet uns jemand, der es gerne sieht, wenn wir strahlen. Eine angenehme Wärme durchflutet uns und instinktiv wissen wir, dass wir gerade in diesem Moment mit schönen Gedanken an einer liebenden Person bedacht werden. Nummer 9. Du spürst die Energie deiner Zwillingsflamme. Manchmal dienen unsere Seelenverwandten auch als eine Art Coach oder Motivationstrainer, selbst dann, wenn sie unsichtbar und räumlich noch in weiter Ferne sind. Solche Schübe an Tatendrang, Kraft und Motivation überkommen uns meist ganz unerwartet, aber trotzdem immer zum richtigen Zeitpunkt. Gerade wenn wir selbst nicht zu 100% auf der Höhe sind, aber genau das und nicht weniger geben sollten, erhalten wir Unterstützung aus dem Nichts. Zwillingsseelen sind irgendwie immer auf dem Laufenden, was ihre bessere Hälfte gerade so treibt. Dies beinhaltet natürlich auch Ängste und Sorgen, für deren Bewältigung ein wenig zusätzliche positive Energie nicht schaden könnte. Mit der Kraft unserer Gedanken lässt sich vieles in Bewegung setzen. Im spiritistischen Sinne Löffel verbiegen und Gegenstände von A nach B bewegen zählt zwar nicht dazu, aber dafür sehr viel mächtigere Dinge. Wenn wir unseren Lieben, ob wir sie schon kennen oder nur erahnen können, gute Gedanken zukommen lassen und sie in unsere Manifestationen und Gebete einschließen, setzt dies eine Art energetische Welle frei, die garantiert und zielsicher bei den angedachten Empfängern ankommt. Gute Wünsche, alles Gute und ein liebevolles Einschließen in die eigenen Gedanken wird immer irgendwo für jemanden Glück bedeuten. Und das Beste daran? Es kommt garantiert zu uns zurück. Selbst wenn wir auf das Kennenlernen unseres Seelenmenschen noch warten müssen, so können wir ihr oder ihm schon jetzt den Weg in unsere Richtung leuchten. Stell dir einfach eine Kerze vor, die du nachts in dein Fenster stellst. Genauso wirken gute Gedanken auf den Menschen, für den sie bestimmt sind. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat,